Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und heute möchte ich über eine Behauptung oder auch eine Frage, die mir häufig als Daytrader gestellt werde, mit euch sprechen. Ganz einfach, es gibt unheimlich viele Leute draußen im Internet und auch viele Trading Coaches, andere Trader, die sagen, hey, wenn du erfolgreich Daytrading willst, dann brauchst du doch definitiv keine fundamentalen Daten. Es reicht doch vollkommen, sich den Chart anzuschauen. Und wieso, Birger, beschäftigst du dich mit fundamentalen Daten? Reicht es nicht einfach aus mit der technischen Analyse, um erfolgreich zu traden? Die Frage werde ich jetzt für euch ausführlich beantworten. Ich bin auch auf eure Meinung gespannt. Hinterlasst das in den Kommentaren. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und ja, wir beginnen direkt damit. Reicht technische Analyse? Mein klares Statement dazu ist jein. Wenn du erfolgreich handeln willst, ja, dann kannst du bereits natürlich Trends identifizieren, wenn du dich ausschließlich mit der technischen Analyse beschäftigst. Das heißt, wenn du schaust, in welche Richtung geht der Markt und versuchst, diesen Vorteil in deinem Trading umzusetzen. Und natürlich gibt es auch bestimmte Pattern, die Marktanomalien ausdrücken. Das heißt, wo es statistische Wahrscheinlichkeiten gibt, die mehr als der Zufall voraussagen, in welche Richtung wahrscheinlich der Markt laufen wird. Das ist definitiv ein Hilfsmittel, was viele Daytrader benutzen. Aber für mich geht Trading weit über das hinaus. Und ich beginne damit mal mit einem Satz, der mich unglaublich geprägt hat, einer Story, die ich unglaublich gern gelesen habe, das Buch Spiel der Spiele, Reminiscences of a Stock Operator von Jesse Livermore, Trader, ja, Anfang letzten Jahrhunderts, und der hat so 1910, 1914 so seine ganz große Zeit gehabt, und er hat einen Begriff geprägt, der mich meine ganze Trading-Karriere geleitet hat, nämlich das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Er hat immer gesagt, wenn er eine Aktie handelt, dann sucht er nach dem Weg des geringsten Widerstandes. Was ist damit zu meinen? Also auf der einen Seite natürlich auch wieder die technische Analyse, nämlich das heißt, du schaust dir an, wie geht der Markt zum Beispiel mit Widerständen um, schafft er es zum Beispiel Magic Number wie eine 100 oder so leicht zu überwinden, geht er leicht durch Widerstände oder leicht durch Unterstützung durch oder tut er sich dort schwer? Wo baut er Momentum auf? Wo verliert er Momentum? Das sind alles sogenannte technische Aspekte. Aber dieser Weg des geringsten Widerstandes ist auch mehr. Und da kommen dann die Fundamentals ins Spiel. Nämlich der Weg des geringsten Widerstandes ist auch so definiert, wie reagiert eine Aktie denn auf Nachrichten? Ja, das heißt, es gibt durchaus Situationen, dass du gute Nachrichten hast und der Markt trotzdem nicht steigt oder sogar fällt, oder dass du ganz schlechte und schlimme Nachrichten hast, aber der Markt nicht mehr weiter fällt vielleicht sogar steigt. Gerade jetzt hier während der Ukraine-Krise haben wir das gesehen, dass irgendwann der Markt so ausgepowert ist, da können dann noch weiter schlechte Nachrichten kommen, da könnte es selbst eine Zinsanhebung der Fed geben und es kann sogar einen düsteren Zinsausblick geben und trotzdem geht der Markt nach oben. Und dann merkst du einfach, dass der Weg des geringsten Widerstandes nicht nach unten ist, sondern dass der Markt nach oben möchte. Und das zu identifizieren, dafür gehört natürlich die Fähigkeit dazu, News zu interpretieren, und wenn du News interpretieren willst, ja, dann musst du verstehen, in welchem fundamentalen Umfeld befindest du dich. Denn ohne Nachrichten zu verstehen, ohne das fundamentale Umfeld zu kennen, kannst du Nachrichten eigentlich gar nicht gut interpretieren. Denn ich nehme mal hier das Beispiel der sogenannten Non-Farm Payrolls, also der Arbeitsmarktdaten in den USA. Was ist denn gut, wenn viele neue Stellen geschaffen werden oder nicht? Ja, das kommt doch darauf an, befinden wir uns in einer wirtschaftlichen Rezession? Das heißt, geht es hier darum, dass es wichtig ist, dass neue Jobs entstehen? Oder befinden wir uns in einem inflationären Umfeld, wo vielleicht durch Lohndruck Inflation noch weiter angeheizt werden kann und vielleicht auch für die Fed viel mehr Spielraum für Zinserhöhungen sind? In solchem einfachen Fall jetzt hier mal dargestellt, musst du natürlich wissen,
was habe ich für ein Fundamental-Umfeld und wie sind dann entsprechend die News zu interpretieren. Das heißt, den Markt jetzt hier vollkommen losgelöst von den Nachrichten zu handeln, halte ich für einen Daytrader relativ kritisch. Das wäre wie, wenn ich eine Bergtour mache und bei dieser Bergtour kenne ich vielleicht das Gelände, aber ich kenne nicht die Wetterbedingungen. Dann kann ich doch, obwohl ich das Gelände ganz gut kenne, in arge Bedrängnis geraten, wenn ich nicht merke, dass ein Sturm aufzieht, dass eine Kaltfront kommt, dass es vielleicht schneit, whatever. Und genau das ist eben wichtig und deswegen bin ich ein absoluter Fan davon, mich sehr intensiv mit dem fundamentalen Umfeld zu beschäftigen, um eben einerseits, Nummer eins, Weg des geringsten Widerstandes herauszufinden, nämlich wie reagiert der Markt auf Nachrichten. Nummer zwei, überhaupt News interpretieren zu können, denn das geht nicht ohne ein gewisses volkswirtschaftliches Verständnis. Gerade wenn du Währungen handelst, ist das meines Erachtens unmöglich. Du musst verstehen, wie Zinsen, wie Inflation, wie Notenbankpolitik, wie diese ganzen Faktoren zusammenhängen. Und jetzt kommt für mich sozusagen am Ende das wichtigste Argument, nämlich für mich hat ein Trend drei Dimensionen. Es gibt eine technische Dimension, die musst du beherrschen. Das ist das Grundhandwerk eines jeden Traders. Und das haben ja auch viele verstanden. Nur die denken dann über diesen Punkt nicht hinaus und sagen, hey, wozu soll ich mich mit Fundamentals beschäftigen? Wozu soll ich mich mit anderen Sachen beschäftigen? Und für mich ist es so, was ich mit diesen drei Dimensionen eines Trendes meine, ist, ich kann mein Trading auch variabel halten, mich anpassen und die drei Dimensionen des Trendes sind so, wenn du einen Aufwärtstrend zum Beispiel hast, dann beginnt jeder Trend immer erstmal technisch. Ja, das heißt, du hast steigende Hochs und du hast steigende Tiefs und das Ganze ist dann im ersten Moment einfach erstmal nur eine technische Reaktion auf eine vorhergehende Abwärtsbewegung. Du weißt aber nicht, wie stabil ist diese Bewegung? Und das ist zum Beispiel jetzt eine Situation, wie wir es im S&P haben. Wir haben im S&P in den letzten Tagen, am Anfang März 2022, haben wir einen Anstieg gesehen auf dem Stundenchart, steigende Hochs und steigende Tiefs. Und du fragst dich jetzt, ist es eine technische Reaktion oder ist der Markt einfach wieder auf dem Weg zu den neuen All-Time-Highs? Und dann geht es eigentlich in den nächsten Schritt über, wenn der Trend stabil ist, verbessern sich die fundamentalen Daten, also das fundamentale Umfeld verbessert sich und das kommt sozusagen jetzt hinzu als zweiter wichtiger Treiber im Trend. Und das heißt, wenn du jetzt einen Trend hast, der technisch sauber ist, aber fundamental unterstützt ist, ist der immer stärker und immer besser als ein Trend, der nur technisch gerade nach oben läuft. Und die dritte Dimension wollen wir in diesem Video nicht besprechen, ist dann, wenn die Stimmung sozusagen dann auch noch total optimistisch wird, ja, dann musst du schon sehr, sehr vorsichtig werden. Aber das sind meine drei Dimensionen des Trendes. Und warum ich die jetzt betrachte, damit werde ich diesem Video abschließen, ist, ich glaube, um Spitzenperformance zu machen, musst du als Trader nicht immer das Gleiche machen. Das heißt, du musst eine sogenannte Aggressivitätssteuerung haben. Aggressivitätssteuerung bedeutet, wie viel trade ich? Handle ich viel? Handle ich wenig? Wie groß trade ich? Handle ich große Positionen? Handle ich kleine Positionen? Das heißt also, trade ich größere Risiken? Trade ich kleinere Risiken? Mache ich meine Stops eher enger? Mache ich meine Stops eher weiter? Habe ich Kursziele, die viel Fantasie ermöglichen und Kursziele, die etwas weniger Fantasie ermöglichen? Das sind alles wichtige Fragen bei der sogenannten Aggressivitätssteuerung, die ich mir jeden Tag stelle. Und die Hauptfrage, die ich mir dadurch stellen muss, ist, wie stabil ist der Trend, auf den ich setze? Ja, und das muss ich auch als Daytrader. Und von daher ist es eigentlich ganz, ganz klar, wenn du Daytrading richtig erfolgreich betreiben willst, ja, dann musst du deutlich mehr als nur ein technisches Verständnis vom Markt haben. Dann gehört es eben auch dazu, ein Fundamental Knowledge zu haben, das heißt ein fundamentales Wissen zu haben, um beurteilen zu können, ist dieser Trend auch solide, ist der gut unterstützt, denn gehen wir nochmal auf die Folie davor zurück. Ihr seht sozusagen die Mitte vom Trend. Das ist das Filetstückchen. Und in diesem Filetstückchen möchte ich richtig mein Geld verdienen. Bei der technischen Reaktion, da ist man mal dabei, mal nicht dabei. Ja, am Ende des Trendes kann dann relativ schnell der Markt wieder kippen. Da bin ich vielleicht auch schon mal antizyklisch unterwegs. Aber in der Mitte, da musst du versuchen, so viel wie es geht rauszuholen. Und da geht Technik und Fundamentals Hand in Hand und das ist die beste Situation fürs Trading und wenn du die nicht erkennen kannst, also wenn du das nicht weißt, ja, wenn du nicht weißt, wann die besten Situationen sind, dann wird es einfach schwierig für dich, dann sozusagen aufs Gas
zu treten. Aggressivitätssteuerung bedeutet letztendlich, um das euch nochmal abschließend in einem Bild zu erklären, Aggressivitätssteuerung ist so ein bisschen, na, stell dir vor, du lernst Autofahren, ja, und wenn du dann Bremse, Lenkrad und alles bedienen kannst und du fährst dann und tuckelst damit deinen 50, 40 Stundenkilometer durch die Stadt, bist am Anfang noch ziemlich unsicher, dann bist du so auf dem Niveau wie jemand, der sagt, naja, technische Analyse ist alles, ich kann es jetzt, ja, aber damit, mit diesem Know-how wirst du niemals ein Autorennen gewinnen. Ja? Dafür musst du wissen, wie kann ich beschleunigen? Und wenn du Spitzenperformance hast, dann musst du nicht nur wissen, wie kann ich beschleunigen, sondern wann muss ich auch wieder vom Gas gehen? Das heißt, wenn du auf eine Kurve zufährst, bis wohin beschleunigst du? Wann, was ist die Ideallinie und wann gehst du wieder vom Gas? Und dieses Wissen, diese Aggressivitätssteuerung, das heißt, wann gehe ich meine Position richtig groß ein, wann gehe ich klein, wann gebe ich Gas, wann trete ich auf die Bremse, wie kann ich dieses Rennen sozusagen gewinnen und da möglichst erfolgreich sein, das geht eben einfach gar nicht, wenn du nur ein technisches Verständnis hast. Ja? Und ich hoffe, ich habe euch meine Meinung darlegen können und ihr habt verstanden, es ist im Trading, selbst wenn du nur ein Daytrader bist, ja, absolut wichtig, neben den Technik, Markttechnik ist Grundgeschäft eines jeden Traders, aber eben auch die Fundamentals mit zu verstehen. Wenn du mehr wissen willst, wend dich gerne an uns, wie das Ganze geht, zeige ich euch gerne. Ansonsten hoffe ich, ja, dass dieser Video euch wieder gefallen hat. Ich versuche in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr Know-how-Videos auch zu machen, weil ich aus euren Kommentaren rausgehört habe, euch interessiert eben auch das sehr viel und ich verbleibe bis dann, euer Birger.